So, und das Mikrofon brauche ich ja auch noch. Also ein Ründchen gegen Magnus. So, jetzt habe ich mal wieder nicht gesehen. So, so. 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 Das ist ja nichts. Ich glaube, so ist gut. Wie viel MMR der hatte. Und was ich aber sehe, ist, dass wir fast unser Follower-Ziel erreicht haben. Also, wer Bock hat, schön followern. Demnächst wird auch wieder gestreamt. Ein Stream habe ich ja schon gemacht, war richtig cool. Ich glaube, 3 Runden, 1 Stunde war es. So, Fokus, Fokus, nicht ablenken, Fokus. So, Speed haben wir, Supply, Coast Control will ich nicht. Giant ist cool, aber nicht mit den Einheiten. Supply mit Panzern. Nehme ich mal. So, wir sind ja immer noch in der nicht zu viel nachdenken Phase, nicht zu taktisch sein. Was immer genau dann aufhört, wenn das Match beginnt. Wir schauen erstmal, was der Gegner hat. So, Panzer hat er. Auch genannt Sledgehammer. Dann haben wir noch einen Marksman und er ist ein Rhino-Spezialist. Dankeschön. Dankeschön, vielen Dank. So, wir machen wieder El Clasico, bis das jeder weiß auf der Welt. Was in meiner Reichweite wahrscheinlich morgen oder übermorgen sein wird. Ne? Sagen wir mal ehrlich. Und den Rest machen wir dann. Ja. Wie machen wir den Rest? Wir haben jetzt hier den hier immer noch. Wir haben den, der auch immer funktioniert hat. Weiter nach links auf jeden Fall. Und dann haben wir Scharfschützen und Panzer. Machen wir es so wieder. Und was machen wir? Wir können noch kein Kleinvieh wegballern, was er wahrscheinlich holen wird. Gehe ich mal von aus. Und machen das einfach mal so. Jetzt haben wir noch... Das ist ein bisschen blöd, ne? Weil wir hier ein bisschen Platz verschwenden, nehme ich mal an. Also eher weiter nach links. Ich mag das immer auch ein bisschen defensiver. Wobei... Dann haben wir hier ein bisschen Spielraum. Ich bin jetzt auch... Ich bin immer getemptet bei 50 entweder Speed zu drücken oder eine Rakete zu nehmen, aber... Wir sparen jetzt erstmal und dann, ja, kaufe ich euch dann im nächsten Stream ein Eisbahn oder so. Ist immer besser, als eine Rakete zu verballern. Wo jetzt hier so eine Rakete? Okay, die kriegen wir gut weg. Vielleicht können wir ihn sogar umlaufen. Ja, ist natürlich jetzt nicht so viel Schaff von ihm, wie ich es jetzt erwartet habe. Nämlich gar nichts. Aber ich meine, zumindest die Backline ist gut aufgestellt. Wir müssen natürlich auch noch reinhauen. Er hat sich jetzt hier die Arclights geholt, um meinen Schaff, der ja schon da war, zu kontern. Habe ich auch kurz darüber nachgedacht und das dann wieder verworfen. Aber ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Weil das war jetzt gar nicht so verwerflich. Ja, wir teilen uns am besten auf, Freunde. Ne? Warum nicht? So können wir mehr Raum abdecken. Ja, okay, verstehe. Und dann umdrehen, wenn der Gegner kommt. Komm. Und jetzt macht er einfach alle fertig. Er macht einfach alle fertig. Ich guck auch gar nicht hin. Ich muss auch gar nicht hingucken. Verloren. Es gibt Sachen, ne? Der ist natürlich geil. Er könnte mich mit dem Rhino ärgern. Aber ich könnte ihn auch ganz schön ärgern. Was ist denn das für eine Formation? Wenn er mit dem Rhino von hinten kommt, ich meine, wenn, dann würde er das ja von hier machen, ne? Aber dann werde ich mit meiner Spezialaktion, mit dem Engineer Tactical, das immer noch keinen Namen hat, nach links und dann doppelt so hoch und dann in die Berge. Werde ich den auch mitnehmen. Ich habe das getestet, auch wenn die hier spawnen. Jedenfalls bei Crawlern, nicht beim Rhino. Ja, also ich würde jetzt gern noch einen kaufen davon, aber wir haben ja hier vorne keinen Schaff, ne? Wenn ich würde gern 2 kaufen. Zum Teufel, ich brauche Schaff einfach. Ist halt so.
Ist halt so. Und so eine Rakete halt ist auch kacke. Was können wir denn dann gebrauchen? Jedes Mal, ne? Und? Ne, er kommt nicht. Er kommt nicht, er hat keinen Bock. Aber die haben Bock auf die. Das ist das Wichtigste. Ey, cool, die gehen hier schön. Das muss ich mir merken. Okay, der war natürlich jetzt Gold, ne? Vielleicht noch ein bisschen Reichweite. Das ist super hier. Das ist immer, immer geil. Ich freue mich immer mega, wenn das funktioniert. Und es funktioniert halt super oft. Taktik ist halt immer, du ballerst den hier hin und dann machst du so lange Faxen mit dem hier, bis der Gegner keinen Bock mehr hat. Bis er aufgibt oder bis er irgendwas gefunden hat, was funktioniert halt, ne? Und selbst wenn der mit einer Rakete kommt, wäre es auch egal. Und man kann ja auch nur ein paar nehmen und die laufen dann in die Rakete rein zum Beispiel. Und wenn man so schräg hier hochgeht, dann habe ich auch schon gesehen, dass ein Crawler dann überlebt und die trotzdem wegzieht. Läuft eine ganze Armee so einem Crawler hinterher, weißt du? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Brauchen wir das? Improved Fire Control System. Das wird er vielleicht hier drauf ballern. Ich würde es einfach mal ignorieren. Ich würde es ignorieren, weil das ist auf jeden Fall alles sehr geil hier, was ich hier sehe. Und die Flanken sind eigentlich auch noch offen, ne? Wenn er hier drin steht, all das, was hier drin steht, wird auch getriggert, oder? Pass auf, ich will auf jeden Fall einen von denen kaufen, weil das hat auf jeden Fall funktioniert. Das war gut. Und was auch gut ist, und lieber rechts und gleich mit Reichweite, als dass er dann irgendwie nach links getriggert wird. Ich spiele denselben Song nochmal hier einfach, bis irgendein Shit passiert. Fertig. So. Und dann mal gucken. Und ich würde ihn gern ablenken, ne? Ich mache das einfach mal. Ich stelle mich hier richtig schön in die Ecke. Selbst wenn hier eine Rakete reinkommt, werden die letzten zwei oder einer mindestens überlebt dann. Habe ich auch schon ausgetestet. Und ich würde auf jeden Fall Reichweite nehmen wollen. Hoffentlich ist das nicht fies. Ich mache das jetzt. Die haben reingehauen. Ich werde es einfach mal versuchen, die abzugraden. Und Kleinvieh machen die ja mit. Also machen die ja alle mit. Deswegen grade ich jetzt ihn nicht ab. So. So viel zum Plan, den kein Kontakt mit dem Feind überlebt. Funktioniert's? Ja, die kommen weg. Ja, okay. Er kontert jetzt hier. Hui. Das ist geil. Das hat richtig reingehauen, wunderbar. Das hat schon mal funktioniert. Und die hat jetzt wieder keine Chance. Die machen gar nichts. Ich werde immer noch nicht geflankt. Ja, dann wird halt überrollt, ne? Cool. Sehr cool. Was will er machen? Die kann er ja nicht ablenken. Er kann mich aber ablenken. Vielleicht sollte ich mal darauf achten. Was er jetzt als nächstes tun kann, aber wohl, wir wollten ja nicht taktisch sein, ne? Nicht taktisch sein. Obwohl, ich finde es ja richtig geil, taktisch zu sein und neue Sachen auszudenken. Ja, manchmal stehe ich mir da selber im Weg. Er kann jetzt in die Luft gehen zum Beispiel. Wenn er in die Luft geht, wäre das natürlich auch Gold, ne? Macht er das? Er ist Rhino. Ich könnte auch einfach ihn hier ausrasten lassen oder ihn produzieren lassen. Das geht auch. Also ihn jetzt. Ich glaube, er wird mich dann eher smoken. Dann nehme ich das hier drauf. Ach, Idiot, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Vielleicht versucht er mich zu flanken und weiß nicht, dass das nicht funktioniert. Deswegen ist das dann schon mal safe. Ich würde... Tja, da ist ein Rhino. Komm, ich stelle den mal so hin.
mal weiter. Die kommen sich in die Quere, oder? So geil, dass ich den jetzt gekauft habe, ne? Tja, was machen wir als nächstes? 5 Sekunden, um drüber nachzudenken. Wir sollten, also ich meine, vielleicht auch einen Overlord spielen oder so. Okay, er flankt jetzt. Und jetzt passiert es, das womit niemand gerechnet hat. Er kommt rein und das ist trotzdem kürzer. Tschüss. Das ist natürlich doof. Schön, dass er hier keine Rakete gestellt hat. Ich müsste es nur lange noch durchhalten. Vielleicht auch tunneln oder so. Aber ich meine, das habe ich hier, ne? Ich könnte auch eigentlich aufgeben und die... Und die einfach verstärken, die Seite, ne? Aber er geht immer noch nicht in die Luft. Hat er denn was gegen Luft? Supply-Spezialist nochmal. Intensives Training, Wespenschwarm. Guck mal. Ist es doch, oder? Und dann holen wir uns hier Dingens. Overlords. Und der kriegt dann auch direkt die Tank Production. Und ich ignoriere das einfach. Und ich mache das direkt nochmal. Das super funktioniert. So, achso, ich wollte jetzt. Das ist der Trick. Du musst dem Gegner den Shit wegnehmen. So sieht es nämlich aus. Ja, noch irgendwas Geiles hier. Vielleicht so. Und machen wir ihn fertig. Soll ich jetzt leihen? Das könnte ich in leihen machen. Ich mache nicht leihen jetzt. Und ich will schneller sein. Und vielleicht kriegen wir hier was. Was ist da hier? Komm, put. Okay. Nächste Runde würde ich nochmal hier drauf gehen dann halt, damit ich keinen richtig fiesen Debuff kriege. Oder vielleicht auch mehr hier drauf. Ich meine, was soll er machen, wenn er überhaupt noch lebt? Also Luft war meine Schwachstelle. Ja, und seine halt auch. Alles klar, okay, haben wir gemacht. Dann schnell noch die Mucke runter, zack, und dann gucken wir mal, 976, gucken, wo wir stehen. Auf 1027, alles klar. Dann bis zum nächsten Spiel und ja, vielen Dank, dass du dabei warst.